Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören den Text zweimal. Nummer 1. Guten Abend, ich möchte 2 Tickets für den Film um 19 Uhr kaufen. Guten Abend, für welchen Film möchten Sie Tickets? Für den neuen Dramafilm. Möchten Sie Plätze in der Mitte oder lieber am Rand? Ich hätte gern Plätze in der Mitte. Okay, das macht 20 Euro insgesamt. Hier ist meine Kreditkarte. Vielen Dank, hier sind Ihre Tickets. Gibt es Ermäßigungen für Studenten? Ja, mit einem Studentenausweis bekommen Sie 2 Euro Rabatt pro Ticket. Super, hier ist mein Studentenausweis. Danke, der Gesamtpreis beträgt dann 16 Euro. Vielen Dank, einen schönen Abend. Ihnen auch, viel Spaß beim Film. Guten Abend, ich möchte 2 Tickets für den Film um 19 Uhr kaufen. Guten Abend, für welchen Film möchten Sie Tickets? Für den neuen Dramafilm. Möchten Sie Plätze in der Mitte oder lieber am Rand? Ich hätte gern Plätze in der Mitte. Okay, das macht 20 Euro insgesamt. Hier ist meine Kreditkarte. Vielen Dank, hier sind Ihre Tickets. Gibt es Ermäßigungen für Studenten? Ja, mit einem Studentenausweis bekommen Sie 2 Euro Rabatt pro Ticket. Super, hier ist mein Studentenausweis. Danke, der Gesamtpreis beträgt dann 16 Euro. Vielen Dank, einen schönen Abend. Ihnen auch, viel Spaß beim Film. Nummer 2. Hallo, hast du eine Katze? Ja, ich habe eine Katze. Wie heißt deine Katze? Sie heißt Mia. Wie alt ist sie? Sie ist 2 Jahre alt. Welche Farbe hat sie? Mia ist schwarz und weiß. Oh, sie ist wirklich süß. Danke. Hallo, hast du eine Katze? Ja, ich habe eine Katze. Wie heißt deine Katze? Sie heißt Mia. Wie alt ist sie? Sie ist 2 Jahre alt. Welche Farbe hat sie? Mia ist schwarz und weiß. Oh, sie ist wirklich süß. Danke. Nummer 3. Entschuldigen Sie, wissen Sie vielleicht, wann wir in München ankommen? Denn um 14.45 Uhr geht mein Zug nach Wien. Wir sind in circa 25 Minuten in München, also um 14.35 Uhr. Ah, um 14.35 Uhr, das passt. Danke für die Auskunft. Entschuldigen Sie, wissen Sie vielleicht, wann wir in München ankommen? Denn um 14.45 Uhr geht mein Zug nach Wien. Wir sind in circa 25 Minuten in München, also um 14.35 Uhr. Ah, um 14.35 Uhr, das passt. Danke für die Auskunft. Nummer 4. Hallo, Tim. Hallo, Uli. Du, es ist schon kurz vor 9 und ich stehe vor dem Kino. Soll ich gleich Karten kaufen? Ja, super. Mach das bitte. Ich komme leider ein bisschen zu spät. Macht nichts. Wo möchtest du denn sitzen? Hinten auf den Plätzen für 11 Euro oder lieber auf den Plätzen für 9 Euro? Na, möglichst weit hinten.
Aber heute ist ja Kinomontag. Da kosten alle Karten nur 8 Euro. Ja, richtig. Hier lese ich es gerade. Heute alle Plätze für 8 Euro. Das ist prima. Hallo, Tim. Hallo, Uli. Du, es ist schon kurz vor 9 und ich stehe vor dem Kino. Soll ich gleich Karten kaufen? Ja, super. Mach das bitte. Ich komme leider ein bisschen zu spät. Macht nichts. Wo möchtest du denn sitzen? Hinten auf den Plätzen für 11 Euro oder lieber auf den Plätzen für 9 Euro? Na, möglichst weit hinten. Aber heute ist ja Kinomontag. Da kosten alle Karten nur 8 Euro. Ja, richtig. Hier lese ich es gerade. Heute alle Plätze für 8 Euro. Das ist prima. Nummer 5. Emil, kann ich heute Abend bei dir essen? Denn ich habe nicht eingekauft. Ich hatte einfach keine Zeit. Aber klar, Sabine. Was soll ich uns denn machen? Gemüsesuppe oder Salat oder eine Pizza? Salat habe ich schon heute Mittag gegessen und Pizza mag ich nicht so. Aber auf eine Suppe habe ich richtig Lust. Gut. Ich habe genug Gemüse für einen ganzen Topf Suppe. Das klingt gut. Emil, kann ich heute Abend bei dir essen? Denn ich habe nicht eingekauft. Ich hatte einfach keine Zeit. Aber klar, Sabine. Was soll ich uns denn machen? Gemüsesuppe oder Salat oder eine Pizza? Salat habe ich schon heute Mittag gegessen und Pizza mag ich nicht so. Aber auf eine Suppe habe ich richtig Lust. Gut. Ich habe genug Gemüse für einen ganzen Topf Suppe. Das klingt gut. Nummer 6. Entschuldigung, ich suche das Büro von Herrn Koller. Ist das nicht hier im dritten Stock? Herr Koller, Moment. Nein. Herr Koller hat sein Büro im zweiten Stock. Zimmer 278. Ah, vielen Dank. Dann habe ich das falsch aufgeschrieben. Ich dachte Zimmer 378. Nein, nein. Zimmer 278. Da müssen Sie in den zweiten Stock. Ah ja. Danke nochmal. Entschuldigung, ich suche das Büro von Herrn Koller. Ist das nicht hier im dritten Stock? Herr Koller, Moment. Nein. Herr Koller hat sein Büro im zweiten Stock. Zimmer 278. Ah, vielen Dank. Dann habe ich das falsch aufgeschrieben. Ich dachte Zimmer 378. Nein, nein. Zimmer 278. Da müssen Sie in den zweiten Stock. Ah ja. Danke nochmal. Ende Teil 1. Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören den Text einmal. Nummer 7. Achtung! Eine Änderung für die Fluggäste von Flug 724 nach Hamburg. Ihr Gate hat sich geändert. Bitte gehen Sie zum Ausgang B48. Ich wiederhole, Fluggäste von Flug 724 nach Hamburg, bitte gehen Sie zum Ausgang B48.
Nummer 8. Liebe Reisende, wir begrüßen Sie auf der Fahrt im ICE 309 nach Berlin. Wir haben heute leider eine schlechte Nachricht. Wir haben heute keine warmen Gerichte für Sie, denn der Herd im Zugrestaurant ist kaputt. Wir bringen Ihnen aber gern Salate, belegte Brötchen oder Kuchen. Nummer 9. Liebe Kundinnen und Kunden, kommen Sie in unsere Obst- und Gemüseabteilung. Dort erwarten Sie heute viele Angebote. Bio-Karotten, 1 Kilo für nur 1,50 Euro. Tomaten aus der Region, 1 Kilo für nur 99 Cent. Und ein Bund Frühlingszwiebeln gibt's heute für 50 Cent. Also, auf in die Obst- und Gemüseabteilung. Nummer 10. Achtung! Eine Durchsage für den Fahrer vom blauen Opel Astra mit den Kennzeichen KSTG 4398. Ihr Auto steht in einer Durchfahrt. Bitte fahren Sie so schnell wie möglich aus der roten Zone. Ich wiederhole. Eine Durchsage für den Fahrer vom blauen Opel Astra mit den Kennzeichen KSTG 4398. Ende Teil 2. Teil 3. Nummer 11. Hallo Claudia, hier spricht Markus. Ich sag dir schnell, wie du zu mir kommst. Also, du fährst mit der U-Bahn-Linie 3 bis zum Mozartplatz. Dort nimmst du den Ausgang Steinstraße. Auf dem Mozartplatz siehst du links eine Bäckerei. Dort gehst du in die Bachstraße. Ich wohne in der Nummer 17. Hallo Claudia. Hier spricht Markus. Ich sag dir schnell, wie du zu mir kommst. Also, du fährst mit der U-Bahn-Linie 3 bis zum Mozartplatz. Dort nimmst du den Ausgang Steinstraße. Auf dem Mozartplatz siehst du links eine Bäckerei. Dort gehst du in die Bachstraße. Ich wohne in der Nummer 17. Nummer 12. Hallo Eva, Iris hier. Leider kann ich heute nicht um 14 Uhr kommen. Geht es bei dir morgen um 15 Uhr? Ich habe dann circa 2 Stunden Zeit, so bis 17 Uhr. Passt das? Bitte ruf mich noch heute an. Danke. Hallo Eva, Iris hier. Leider kann ich heute nicht um 14 Uhr kommen. Geht es bei dir morgen um 15 Uhr? Ich habe dann circa 2 Stunden Zeit, so bis 17 Uhr. Passt das? Bitte ruf mich noch heute an. Danke. Nummer 13. Hi, Sebastian hier. Leider war ich zu spät bei der Wäscherei. Die war heute schon geschlossen. Und morgen komme ich nicht in die Stadt. Du weißt ja, Samstag ist immer Training. Ich kann die Wäsche also erst am Montag abholen. Tut mir leid. Ich hoffe, du brauchst sie nicht dringend.
Hi, Sebastian hier. Leider war ich zu spät bei der Wäscherei. Die war heute schon geschlossen. Und morgen komme ich nicht in die Stadt. Du weißt ja, Samstag ist immer Training. Ich kann die Wäsche also erst am Montag abholen. Tut mir leid. Ich hoffe, du brauchst sie nicht dringend. Nummer 14. Hi, ich bin's, Michael. Weißt du was? Einen Tisch reservieren für heute Abend, das war gar nicht so leicht. Die Pizzeria Napoli war leider schon voll. Und Francesco hat heute Ruhetag. Zum Glück haben wir im Restaurant Blaustern einen Platz bekommen. Pizza essen wir eben ein anderes Mal. Hi, ich bin's, Michael. Weißt du was? Einen Tisch reservieren für heute Abend, das war gar nicht so leicht. Die Pizzeria Napoli war leider schon voll. Und Francesco hat heute Ruhetag. Zum Glück haben wir im Restaurant Blaustern einen Platz bekommen. Pizza essen wir eben ein anderes Mal. Nummer 15. Guten Tag, Herr Dr. Krause. Hier Inge Studer. Ich möchte gern Informationen über die Veranstaltung Studieren im Alter haben. Heute Abend bin ich im Theater. Da können Sie mich telefonisch nicht erreichen. Bitte schicken Sie mir eine E-Mail, denn mit der Post dauert es zu lange. Meine Mailadresse haben Sie ja. Vielen Dank und auf Wiederhören. Guten Tag, Herr Dr. Krause. Hier Inge Studer. Ich möchte gern Informationen über die Veranstaltung Studieren im Alter haben. Heute Abend bin ich im Theater. Da können Sie mich telefonisch nicht erreichen. Bitte schicken Sie mir eine E-Mail, denn mit der Post dauert es zu lange. Meine Mailadresse haben Sie ja. Vielen Dank und auf Wiederhören. Ende Teil 3.